Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindestry hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns sind Carlos und Thompson. Hallihallo. Uiuiuiui. Ja, gut, so schnell wollte ich ja nicht gar nicht, aber es ist trotzdem was geworden. Hier, du blöder Flieger. Oh, danke. So, ja, die lassen wir hier die Mauern dann zerschießen. Das sieht immer ganz gut aus. Ich werde mich mal kurz zurücksetzen. Das ist auch gleichzeitig Luftabwehr übrigens. Ja. Gut, ich denke mal, das sieht schon mal ganz gut aus. Da haben wir doch ganz gute Verteidigung hier. Soll ich dir ein bisschen Kupfer verbringen, weil ich hier hinten auch eine kleine. Und theoretisch müssen wir ja bloß da hinten diesen Kern kriegen hier, ne? Aber das hat dann für Ding noch? Noch ein Zerstörer? Wir können das so wie ein Faktor machen. Immer den Turm Zünder, ja. Hinsetzen und den dann immer weiter ran. Nein, weil um den Kern ist ein Angriffsschutz rundherum. Achso, ja, dieser rote Ring. Aber halt bis da hinten, bis wir da sind. Da ist ein roter Ring drum? Achso, wenn du was baust. Ah ja, okay. Na ja, gut. Ja, aber das ist dann 5-6 Mal Einheiten sammeln und rüberlaufen, das ist gut. Glaube ich. Gibt's auch Türme, die Kohle verschießen können? Ja. Aber warum willst du Kohle verschießen? Flammenwerfer gibt's. Aber warum willst du Kohle verschießen? Kohle ist doch genau das, was wir eigentlich brauchen. Was ja, nur hier an der Front, das ist vielleicht eben effektiv ist. Thorium gibt's eigentlich, haben wir nirgendwo, oder? Thorium haben wir hier nicht, nein. Nicht. Du willst hier wieder Sachen haben, Mensch. Guck mal, was für Titan oder was die alles haben. Sammelt sich die Einheiten jetzt hier wieder? Ja. Gut. Und zwar beim vorgezogenen Punkt jetzt. Wir haben einen Strommangel, ne? Ja, weil es regnet oder? Wahrscheinlich durchgehend. Ja. Na wohl geht er nicht. Minus 200 haben wir Strom. Geht noch. Ja, ist schon wieder scheiß Wetter, ne? Schiedwetter. Klassischer Natur. So, ah ja, das ist das gewesen hier. Okay, ja, das lassen wir mal so. Und hier ein bisschen Standard. Wasser haben wir nirgends, oder? Doch. Nur ganz wenig da unten. Im Norden haben wir mehr Wasser, aber... Da haben wir keine Kohle dann hier, ne? Ja, schon, aber das wird zu Silizium gemacht. Aber ich könnte ja mit... Oder Graphit? Könnte ja mit den Dingsdingern arbeiten. Kultivieren. Und dann brauche ich... Oh. Wie heißt das Ding? Turbinengenerator. So. Würde und von da nach da. Würde und von da nach da. Und auf der anderen Seite brauchen wir Wasser. Habe ich das so immer aufgebaut oder war das andersrum? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht hatte. Doch, das hatte ich immer so aufgebaut, stimmt. Und dann haben wir hier Wasserrohr in der Mitte. So. Dann brauchen wir den Verteiler. Räumen da gerade noch Überreste weg, gerne. So. Ach, der baut sie wieder auf. Wer baut wen wieder auf? Wie eine Lufteinheit. Die Überreste wahrscheinlich. Ja, ja. Thompson, könntest du kurz zu mir kommen? Ja. Ich hab grad für ein bisschen mehr Graphit noch gesagt. Okay. Weil ich muss das immer kaputt schießen, sonst baut er wieder alles auf. Das ist ja mehr als frech. Weil hier ist Blei, wo ich stehe. Ja. Da, wo bist du ungefähr? Links. Also dort, wo jetzt quasi. Links, 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 genau. Genau, genau. Da ist Blei. Beziehungsweise kannst du dort das Kupfer abbauen und so Salben hinbauen. Ja. So. Das kann ich nicht bauen, das ist schon im Kreis. Okay. Und hier unten das Blei, ja. Ja, das kannst du. Ja. Aber ich kann da auch Salven hinbauen, weil wir immer drüben, das ist das Kupfer. Ja, aber bau da die Luftverteidigung. Genau. So. Und möglichst nah an den Kreis halt ran. Achso, da gehen noch die. Förderbänder. So.
Gut, jetzt müssten wir ein bisschen mehr Stromproduktion haben hier. Energie, Energie, Energie. Jetzt haben wir... Ja, habe ich immer so einen kleinen Klotz hingebaut und das bringt dann uns 1200 Energie. Das sieht doch ganz gut aus. Fast 1600 Energie, die wir da rauskriegen. Verbrauchen mal bloß ein bisschen Wasser. Ich weiß nicht, ob die Pumpen nachkommen hier mit dem Wasser. Weil die Luftverteidigung ist ein bisschen besser als gut. Die Salben. Ja. Oh, was habt ihr denn da alles Schönes gebaut hier schon? Eieieiei. So. Kann ich den Trupp jetzt zurückschicken? Und noch mehr, oder? Nein, das reicht schon. Das ist nur, dass die Reparateure nicht kommen. Das sind Bomber, die ich hier habe? Ja, sehr schön. Aha. Damit werde ich aber nicht durchkommen, schätze ich mal, oder? Nein, aber wir könnten das noch zerstören, was der Gegner da draußen hat. Oh, das sind auch Zerstörer. Machen wir mal das da oben. Pass auf, da unten. So ein Zunder kriegst du damit nicht ganz so schnell kaputt. Nein. Aber wir haben dessen... Ah, der greift Boden an, hat noch einen. Wir haben dessen Versorgung gekappt. Hoppala. Aber viel Schaden macht so ein Bomber nicht, ne? Nein. Hat der irgendwie... Ach, hier, komm. Flieg alleine zurück. So. So. Gut. Und verbesserte Bodeneinheiten haben wir auch, ne? Noch nicht. Das sind die Selbstmörder hier. Genau, die werden oben produziert und wir könnten eigentlich mal wieder einen Angriff losschicken. Na dann los. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Die Selbstmörder gehen los. Haben den einen Zunder weggehauen. Ja. Um mehr Einheiten zu kriegen, müssten wir mehr Fabriken bauen, weil wir halt um Einheiten leben. Ja, klar. Das ist mir schon klar. Die Musik ist irgendwie aus von dem Spiel gerade. Na egal. So, wie sieht's aus mit der Stromproduktion? Die müsste sich da nicht ganz gut hochgehoben haben, oder? Oh, minus 200 schon wieder? Wieso ist minus 200 schon wieder? Es regnet schon wieder. Ach so, weil die Stromproduktion hier oben und die da unten nicht verbunden sind miteinander. Ah, alles klar. Ja, weil da immer noch Einheiten durchmarschieren. Alles klar. Dann macht das mal sicherer, dass da keine Einheiten mehr durchmarschieren können. Ja, das Problem ist, da kommen immer die ganz Großen. Die machen Aua. Ja, bau doch ruhig noch 2-3 Zerstörer dahin. Wasseranschluss. Wir sollten doch dann genug Silizium kriegen. Wir haben zu wenig, weil wir daraus Einheiten produzieren. Achso. Eine andere Stelle, wo wir mit dem Strom bis da oben hochkommen, ist nicht. Habe ich da oben eine Stromproduktion hingebaut und die produziert dafür... Naja, für eine Batterie. Naja, gut, okay. Naja, für die Einheiten hier. Ja, aber trotzdem ist das ja jetzt so... Mal eher nicht so effektiv. Was? Gut. Kann man Bomber... Nee, die Bänder nach vorne kommen ja nicht, ne? Wegen dem roten Ring hier, ne? Ja, genau. Das ist das Hauptproblem. Gut, das heißt... Da gucken wir mal auch noch ein bisschen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Stell dich gleich wieder auf da. Dann bau doch hier vorne noch ein paar Elektrotürme rein. Warum haben wir doch oben genug? Hier kannst du ein Kabel runden? Ich kann dir ein Kabel bringen, ja. Warum habe ich hier oben mehr als genug? So, bauen wir hier schön ein Kabel lang. Ist das Kabel noch so lang?
So. Alles schön krumm und quer, ne? Klar, logisch. So. Hier ist ein Käbelchen. So. Strom ist hier überall verteilt. Können wir hier denn nicht ein paar Lanzer dann da reinsetzen hier? Da geht auch noch sich ein Lanzer aus, genau. Hier geht sich auch noch einer aus, da geht sich auch noch einer aus. Alles mal ein bisschen vollflaken hier. Lass erstmal eins runter weiter, dann kann ich da oben drüber ein Lanzer einstellen. Sieht doch schon gut aus. Wenn das so weitergeht, dann bin ich glücklich. So, wir können die Lanze hier noch mit dem Wasser versorgen. Ja. Also die direkt an der Wasserleitung stehen. Ja, mach das mal. Ich will jetzt die Stromleitung in die Mainbase noch legen. Schick mal die Einheiten wieder zum Sammeln. So. Jetzt hat die Mainbase nämlich auch was von, von der Stromproduktion oben und dann ist jetzt auch alles ein bisschen miteinander verkuppt. Warten jetzt? Was amüsiert dich so? Der Thompson hat da einen Turm hingebaut, einen gegnerischen. Also einen von uns und der zerstört da halt alles langsam. So, was ich machen wollte, ist aber hier an die ranfliegen ein bisschen, um einfach die leer werden zu lassen. Aha. Weil wir haben die Versorgung für die Zerstörer da kaputt gemacht. Das heißt, wenn sie sich leer schießen, dann... Die sind, also der untere ist da schon leer geschossen. Und dann willst du da mit Bomber drüber fliegen und dann alles gut, oder wie? Ja. Okay. Ist leer geschossen? Nein. Der obere ist leer geschossen. Den verbrenne ich gerade. Jetzt kommt da. Ist kaputt. Kannst du da die Förderer kaputt machen? Welche Förderer? Die hier? Ja. Danke. Da kann ich eigene aufstellen. Ja, da brennt jetzt erstmal alles ein bisschen. Komm mal einer wieder durch. Warte mal, ich hole mal ein paar Interceptor. Interceptor haben wir gar keine mehr? Ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß ja nicht. Bauen wir nur noch Bomber oder bauen wir auch noch die Jäger? Ich habe nichts bei der Produktion umgestellt. Thompson, hast du was umgestellt? Ich auch nicht. Ne, da kommen noch Jäger raus. Okay. Oh, ich sehe hier kommen Jäger. Und vielleicht sind die gerade alle abgeschossen. So. Bombardment. So, gut. Dann. Ja, die Selbstmörder okay. Da hinschicken, das ist natürlich auch Blödsinn. Aber ich kann hier, glaube ich, schon mit den. Dessen. Die Versorgung mit dem Förderband ist da jetzt auch. Abgerissen da unten. Ja. Drück immer versehentlich C. Und dann? Und dann habe ich kein Interface mehr. Was hast du denn nicht mehr? Interface, drück mal C. Ach so. Oh, Entschuldigung, ne, danke, wollte ich nicht. Tut mir leid. Ihr könnt gerne alles machen, was ihr wollt. Da werdet ihr beschossen. Zack, 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 zack.
Bims, Bums, Bams. Alles tot. Sehr schön. Nicht gut, sowas. So muss das. Ich bin kaputt. Dann kriegen sie erstmal auf die Mauern da, okay. Jetzt gibt es von allen Seiten auch einen Nussnusskasten. Naja, nicht überlebt die Sache, sehr gut. So, dann wollte ich hier noch ein bisschen Luftabwehr wegmachen. Ah, oh, Mensch, jetzt komm mit hier, Heini. Aufschließen bitte. Information! Manche sind aber auch wirklich zu nichts zu gebrauchen, ne? So, das dauert nicht mehr lange, dann haben wir das Ding hier durch. Zack, die Luftverteidigung ist weg. Okay, der ist natürlich ein bisschen fies da hinten. Achso, du greifst an. Ja, ich habe hier bloß jetzt ein bisschen Luftverteidigung weggeschossen hier vorne. Okay, die Selbstmörder kommen schon mal richtig weit durch. Und der Kern ist tot. Erobert. Der Kern ist rausgeschossen worden, Nord. Ah, jetzt gehört das Zeug uns anscheinend. Ja. Aber nicht wirklich, glaube ich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein. Kannst du es abreißen? Ja. Ja, dann reiß doch ab. Gut, sehr schön. Dann haben wir doch erstmal diesen Sektor jetzt hier geklärt. Das heißt, wir haben eine feindliche Basis, die mitten im Sektor war. Zerstört. Ah, da gibt's ein großes Solarpanel. Ja. Können wir jetzt schon Sachen erforschen? Nö, ich denke nicht, dass wir hier was Neues zum Erforschen gefunden haben. Das war ja mehr oder minder die Abwehr dessen, dass er uns andauernd angreift auf den beiden benachbarten Sektoren, okay, die wir schon besitzen. Also wir haben jetzt ja links und rechts davon einen Sektor und den einen hat er ja angegriffen und das war so, dass der Angriff quasi auch theoretisch hätte erfolgreich sein können. Wir haben ja gerade begonnen auf der einen Map und dann kam genau der Angriff. Ja, und das war jetzt der klassische zurückkommen. Das war jetzt der klassische Gegenangriff hier. Und sozusagen mach kaputt, was dich kaputt macht. Ne? Muss ja auch mal sein, sowas. Muss ja auch mal sein. Aber ich habe noch gar nicht gefragt, wie war eure Woche? Anstrengend. Anstrengend? Ach, viel zu tun. Aha. Einiges an Überstunden in der Arbeit gemacht. Lässig. Ich habe heute eine abgebaut. Muss auch mal sein. Von drei, die ich diese Woche schon gemacht habe, also Montag, Dienstag, Mittwoch, habe ich jeweils eine Stunde länger gemacht. Aber ich habe heute mal eine davon. So wie das. Ja, ich habe die Woche 20 Stunden aufgebaut. 20? Aber du hast ja auch. Hast du 40 Stunden wird auch nicht, ne? Nein, 20. Also hast du eine 40-Stunden-Woche gemacht? Ja. Also werde ich gemacht haben. Ach, morgen willst du auch nochmal arbeiten? Ja. 8 Stunden? Wollen oder müssen? Ja. Halt. Okay. So. Ich muss sagen, es macht mir schon Spaß. Wo ist nicht? Ja, arbeiten macht Spaß. Das stimmt schon. Also, mir macht meine Arbeit auch sehr viel Spaß. Und ich habe mehrere Problematiken, die wir hatten, gelöst bekommen, beziehungsweise konnte, habe natürlich auch noch eine Testfirmware für eine Kollegin gemacht, die... Klingt so, als wären die Frauen bei euch Roboter. Wieso? Die Testfirmware für die Kollegin. Ja, ja, na, damit die Kollegin Tests machen kann, ne? Also... Die hat halt ein Gerät und da will man jetzt die Regelung überprüfen und man ist nicht zufrieden mit den Regelparametern und das alles einstellen ist alles so ein bisschen kompliziert und nicht so gut und ach und was nicht alles und da ist man dann auf die Idee gekommen, Menschenskinders, dann lass das doch mal den Profi machen. Nee, lass uns doch mal bei der Firma vielleicht eventuell mal die ganzen Werte ausgeben und dann haben wir das erst gemacht und dann am Schluss haben wir auch noch habe ich jetzt eine schöne Ausgabe gemacht und noch ein paar Befehle reingebaut. Das ist alles natürlich in einer Firmware, die jetzt nicht standardmäßig von mir stammte. Muss man auch dazu sagen. Also das ist eine Firmware, die mal ein anderer Entwickler gemacht hat. Da
Lieblingsentwickler. Der nicht mehr da ist, ja, ja. Und naja, da konnte ich dann halt so ein paar Sachen machen. So, ich baue hier noch die Verteidigung ein bisschen aus. Ja, wir werden jetzt die Folge an dieser Stelle beenden. Na, klingt ja erstmal gar nicht schlecht. So eine in sich beendete Folge. Können wir unseren Kern nicht umziehen lassen, dass der hier hinten in diesem Ding drin steht, wo die Gegner nicht hinkommen? Und das dann einfach zu betonieren quasi? Geht glaube ich nicht. Das geht nicht. Okay. Man kann dort einen zusätzlichen Kern hinstellen. Mhm. Oder? Weiß ich nicht. In die letzte Ecke und dann einfach genug Flugabwehr davor und dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Muss halt nur aus dem Kern beammelt werden. Und sieht irgendwie lustig aus hier mit den Einheiten. Wie die da rumzuckeln auf dem Förderband. Ja. Repariert so ein Reparaturblock. Der repariert doch Einheiten, ne? Nein, es gibt so einen Einheiten-Reparaturblock, ein Reparaturprojektor heißt er. Ja. Der ist unterm Reparaturblock. Ja, wie, was? Nein, der ist bei den Einheiten. Reparaturpunkt heißt er. Ja, dann habe ich genau das Richtige gebaut. Okay. Baue ich hier nämlich mal ein paar, wo unser Einheiten-Sammelpunkt ist. Weil da sind ein paar Einheiten kaputt. Und dann können die wieder repariert werden. Reparatur ist auch notwendig. So. Hey, wir hätten jetzt das Tor aufgemacht. Du? Ja. Du traust dich, Herbert. So, ja, das sieht doch schon mal gar nicht so ungut Thompson, aus. Ja? Wenn da wieder eine Basis spawnt, was passieren kann, oder die Gegner spawnen, geht das instant kaputt, was du da baust. Okay. Er spawnt dich hier in dem Kreis drin? Ich glaub schon. Ist der Kreis da noch? Der war da. Nicht. Vielleicht ja, der war ja um den Kern. Das, weil sie sehen, da bin ich. Na, wir werden es sehen, ne? Oder es spawnt direkt in unsere Base und wir haben verloren. Das kann natürlich auch passieren. Gut, also, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig über beides freuen. Bis denn. Tschüss. Tschüss.